Sehen Sie jetzt die Filmreihe aus Feldstein, Sandstein und Holz. Kirchen zwischen Unstrut und Saale. Die Zuschauer sollen auf Kirchen aufmerksam gemacht werden, denn sie sind die Zeugen unserer Kultur. Es handelt sich in den einzelnen Filmen vorwiegend um ländliche Kirchengebäude, die alle ihre Entwicklungsgeschichte vorweisen können, die teils über wertvolle Kunstwerke verfügen, die oft kaum oder gar nicht bekannt sind. Zum Glück gibt es in den Orten interessierte Bürger, die versuchen, den Verfall aufzuhalten. Alleine das wiedergeweckte Interesse ist bereits der erste Schritt, den Verfall zu verlangsamen. Interessengruppen sammeln Geld und sprechen Handwerker an. Wir Nutzer vom offenen Kanal Merseburg-Querfurt wollen mithelfen, den Bürgern die Objekte der Vergangenheit, die dereinst der Mittelpunkt der Orte waren, nahezubringen. Was gerettet werden soll, muss erst bekannt sein. Wir wollen unsere Zuschauer an gewohnte und doch wenig bekannte Traditionsgebäude, besonders unserer ländlichen Kultur, erinnern. Die Dorf- oder Gutskirche Raschwitz neben Wünschendorf in Niederklobikau. Der Name um das Jahr 1080 war Rastzewitz. Bis 1502 gehörte das Anwesen einmal zu Niederklobikau, dann zu Großgräfendorf und schließlich wieder zu Niederklobikau. Das Rittergut war im 18. Jahrhundert im Besitz der Familie von Hanfstengel. Die Kirche, eine Art Gutskirche, ist 1772 neu erbaut. Der Turm ist romanisch, aber das Schiff gotisch. Der Anblick dieser Kirche im Jahre 2011 spiegelt den Verfall besonders wider. Man kann die Kirche schon heute als Ruine bezeichnen. Jetzt ein Wechsel zur winterlichen Jahreszeit. Die Blätter sind weg. Hinter Gestrüpp und Bäumen können wir die Ruine noch von der Westseite erkennen. Im Süden verdeckt das ehemalige Gutshaus die Sicht. Der Eingang ist nicht mehr zugänglich. Eine Ruine eben. Das ist alles, was vom Kirchenschiff noch sichtbar ist. Mauer, Gestrüpp und ein Haus verdecken das Kirchenschiff. Glockenton, Kirche Bad Lauchstädt.